Guten Nachmittag zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fachsession 6, Agile Beschaffungen. Es freut mich, dass so viele sich mit Agilität, Beschaffung auseinandersetzen wollen. Wieso braucht es aus unserer Sicht Agilität bei der Beschaffung? Ich habe hier von Woland eine interessante Grafik, die Taylor-Wanne, wo er eigentlich erklärt, dass wir während 100 Jahren einen Produktivitätssprung erreicht haben, indem wir das Wissen zentralisiert haben. Und seit einigen Jahren merken wir, dass das nicht mehr funktioniert, dass wir eigentlich das Wissen wieder dorthin bringen müssen, wo auch die Entscheide gefällt werden. Und das ist eigentlich auch so unser Thema von den, wieso, dass wir etwas agil beschaffen wollen. Weil wenn wir im blauen Bereich sind, dann wissen wir eigentlich alles. Aber wir haben auch noch Unbekannte, wo wir kennen. Und das Große ist eigentlich das Unbekannte, wo wir nicht kennen. Und mit der Agilität wollen wir eigentlich genau das adressieren. Hier auch noch so ein Beispiel im oberen Bild, wenn ich nach einem Plan vorgehe, dann habe ich am Schluss habe ich ein Auto oder vielleicht hätte mein Kunde eigentlich nur ein Mobilitätsbedürfnis gehabt und ich hätte ihm viel früher so einen Elektroscooter liefern können. Und das wollen wir eigentlich erreichen mit einer agilen Beschaffung, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind, dass er mal mit einem Trottinett seine Mobilitätsbedürfnisse austesten kann. Hier mit den zwei Rädern weiß er, das gibt irgendwann ein Auto, aber ob das Auto sein Bedürfnis eigentlich stillt, weiß er nicht. Wie gehen wir das an? Wir haben drei Vorträge. Wir sind jetzt schon einige Jahre unterwegs mit diesem Thema von Swiss ICT, der Lean Agile Scrum Community. Reto macht hier einen Rückblick und auch einen Ausblick. Dann zeigt Thomas Molitor, wie man mit dem Agile Agreement agile Projekte beschaffen kann. Und die Universität St. Gallen mit dem Peter Rohner und seinem Team zeigt auf, was so die Wissenschaft herausfindet, punkto Projekte und Agilität. Reto, ich würde gerne dir das Wort übergeben. Gut, grüezi miteinander. Wo stehen wir? Was machen wir? Wohin gehen wir? Quo vadis in der agilen IT-Beschaffung? Mein Name ist Reto Madutz. Auf der einen Seite bin ich bei SwissQ tätig, eine Consulting-Firma auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich heute meine Position hier als Vertreter der Fachgruppe Lineage Scrum, der Swiss ICT, wo wir eben genau dieses Thema agile Beschaffung versuchen voranzutreiben. Wer hat diese Slide schon mal gesehen? Sagen, jetzt habe ich nämlich schon gedacht, oh, jetzt kommt der Madutz wieder und er zeigt diese Slide da, die haben wir schon 3-4 Mal gesehen. Effektiv ist es wirklich so, ich habe die 2012 das erste Mal gezeigt und damals haben wir schon gesagt, IT-Beschaffung hat 3 Schritte, oder? Es gibt eine Phase vor der Beschaffung, es gibt die Beschaffung selbst und es gibt eine Phase nach dem Zuschlag. Die eigentliche Realisierung damals, 2012, haben wir bereits gesagt, hey, schaut doch am Anfang, dass wir wirklich am Schluss dann auch agil arbeiten können. Also wir sollten uns am Anfang richtig aufsetzen, damit wir den ganzen Prozess der Beschaffung durchführen können und am Schluss dann, dass der Zuschlagsempfänger agil arbeiten kann, zusammen mit dem Auftraggeber. Das wäre so die Idee gewesen damals. Wir sind dann ein bisschen in die Details gegangen.
Ja, über die letzten paar Jahre, vor allem die letzten 2-3 Jahre, sind ganz viele Leute auf mich zugekommen. Hey, was macht ihr eigentlich da in der IT-Beschaffung? Was geht ab? Auch aus der Privatwirtschaft. Hey, was macht der Bund? Das ist interessant, das möchten wir eigentlich bei uns auch machen. Leute, die für den Bund arbeiten, für öffentliche Stellen, die haben gesagt, hey, wie müssen wir uns positionieren, wenn wir agil arbeiten können oder wollen? Wie können wir eine Offerte richtig machen, damit wir den Zuschlag erhalten? Was sind so die Konzepte, die das BBL oder die Privatbeschaffungsstellen da durchführen wollen, auch die Städte, Kantone, auch die möchten agil werden. Was läuft ab? Oder? Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gemacht die letzten 6 Jahre. Ich habe dann irgendwann mal begonnen zu zeichnen. Ich habe mal so ein Bild gemalt und daraus ist jetzt eine Infografik entstanden. Ich glaube, ja, es ist nicht Anspruch auf Vollständigkeit, aber mein Ziel ist jetzt eigentlich mal die letzten 6 Jahre zusammenzufassen und mal wirklich die Kernelemente auf diese Grafik zu bringen. Ich bin nachher sicher auch für in Pausen interessiert für euer Feedback. Ja, agile IT-Beschaffung, es sind immer noch die 3 Schritte zentral. Vor der Beschaffung, Beschaffung, nach der Beschaffung. Es gibt eine klassische Welt und es gibt eine agile Welt. Und ich denke, wir können mal da jetzt in diese einzelnen Bereiche hineingehen. Der linke Bereich sind so ein bisschen die Regeln, die Grundsätze der Beschaffung. Wenn man es so anschaut, oben, ja, die 4 Elemente, die da das sind die Grundfestungen, oder? Also Transparenz, Wettbewerb, Gleichbehandlung, Wirtschaftlichkeit, deshalb machen wir auch Beschaffungen. Das müssen wir einhalten. In der Mitte, dort gibt es das Thema der Interaktion. Also wir haben einen Auftraggeber und wir haben einen Auftragnehmer. Und da glaube ich, da gab es in den letzten 6-7 Jahren einige Diskussionen. Ganz am Anfang 2012 haben wir bereits einen Dialog präsentiert. Ja, letztes Jahr wurde das auch im Rahmen der Überarbeitung BÖP auch bereits thematisiert. Wir haben heute Morgen gehört, wann diese Überarbeitung wirklich auch live gestellt wird. Eventuell erst 2021 kommt das neue BÖP. Die Frage ist, wie können wir mit einem Dialog arbeiten und unten diejenigen, die heute Morgen in der Fachsession gewesen sind, Zuschlagskriterien, Fachsession 4 war das, glaube ich. Unten ist das Thema von den Zuschlagskriterien, Eignungskriterien. Ich nenne das jeweils den Zuschlagschein, Qualität und Preis. Aber wie man gehört hat in der Session heute Morgen, Preis ist nicht Preis, sondern es gibt auch Preiskurven. Wie kann man den Preis bewerten? Das sind Themen, die da sicher sehr, sehr relevant sind. Es gibt auch das CASI, die Beschaffung an der Universität Bern. Da gibt es momentan auch diverse CAS-Arbeiten, die genau zu diesem Thema Zuschlagskriterien, Eignungskriterien drin sind. Ich glaube, da ist sehr viel erarbeitet worden in letzter Zeit, kann man entsprechende Stellen abholen. Ich glaube, das Zentrale ist Interaktion, oder wenn wir jetzt auch ein bisschen Ausblick machen, was bedeutet Interaktion? Und ich glaube, da es gibt den Dialog, es gibt auch, ich nenne das offener Dialog. Es ist nicht ein Dialog, aber es ist die Präsentation des Lastenhefts. Und es gibt die Möglichkeit, dass man eine Präsentation des Lastenhefts im Beschaffungszyklus machen kann. Das ist nicht eine Fragesession, die anonym ist, sondern man lädt alle ein in einen Sitzungsraum, in ein Seminarhotel und präsentiert das Lastenheft. Pflichtenheft, wie man das dann immer nennt. Ja. Diese Möglichkeit gibt es, verwenden Sie es. Ja. Im privaten Umfeld ist das in großen Projekten viel der Fall. Also ich war selber in 2 solchen Beschaffungen dabei, wo ich als Lieferant in so einem Raum drin gewesen bin und dann auch Fragen stellen konnte zum Pflichtenheft. Ja. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, 2 Fragesessionen durchzuführen. Oftmals ist eine Fragesession.
Zwei-Fragen-Session ist besser, ist ein bisschen komplizierter, aber gibt die Möglichkeit für den Auftragnehmer, halt auf Antworten aus der ersten Runde dann nochmals eine zweite Frage zu stellen oder eine Nachfolgefrage zu stellen. Ihr wisst es ganz selber auch, in einer Diskussion, jemand sagt etwas, kommt dem einem etwas in den Sinn und ich kann die nächste Frage stellen, je nach Antwort. Verwendet das, das gibt mehr Interaktion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Und natürlich auch das, Präsentation als Zuschlagskriterium, das ist ein Element, was man einbauen kann, wo man ein bisschen mehr Interaktion, ein bisschen das Bauchgefühl vielleicht auch, ist dieser Lieferant der Richtige, kann ich mit dem zusammenarbeiten, das gibt mehr Interaktionen. Immer aufpassen, Gleichbehandlung muss gewährleistet sein. Gut, wenn wir so ein bisschen in den mittleren Teil dieser Infografik gehen, zentral vielleicht der Punkt 2, Beschaffungsarchitektur nenne ich das. 2012 haben wir präsentiert, es gibt die Technologiepartnerschaft. Bruno Schaffer ist da hier. Voilà, du hast das, glaube ich, präsentiert damals. Wir haben den Dialog präsentiert damals. Das ist eigentlich das erste und das letzte. Technologiepartnerschaft, Rahmenvertrag, noch mit Mini-Tenders kann ich das Ganze abwickeln. Das ist eine Möglichkeit, was ich in der Beschaffung machen kann. Inzwischen gab es ganz verschiedene Ideen, die auch wirklich umsetzbar sind im heutigen Beschaffungsrecht. Es gibt natürlich, ich kann ausschreiben, ich habe vielleicht 3, 4 Zuschlagsempfänger, mache Mini-Tenders oder ich schreibe aus, schreibe aber nicht das ganze Produkt aus. Wir haben es heute Morgen bei Fertig gehört, oder? Schrittweise Entwicklung ist ein Erfolgsfaktor. Also ich schreibe nicht alles aus und will nicht alles aufs Mal, sondern ich mache einen kleinen Grundauftrag und mache noch Optionen. Auch das ist ein Prinzip, haben wir bereits 2013 präsentiert. Dani Wild von damals SBB hat das präsentiert, wie das genau funktioniert. Was auch gibt, ist, wenn man Richtung agiler Vertrag geht, dass man sagt, okay, ich mache einen Zuschlag und mit dem, der das macht, da mache ich eine Checkpoint-Phase. So ein Check, wie schnell ist der unterwegs, wie arbeiten wir zusammen und basierend auf dem mache ich nachher Teilaufträge. Ja, das wäre so die dritte Variante. Und die vierte Variante, ich mache ein selektives Verfahren, habe vielleicht 3 mögliche Kandidaten und mit denen mache ich ein Proof of Concept. Basierend auf diesem Proof of Concept kann ich noch den finalen Zuschlag erteilen, muss vielleicht in diesem Proof of Concept die Phase minimal bezahlen. Also die 3, die den Proof of Concept machen, die bekommen vielleicht etwas für diese Zeit. Ich habe nachher aber ein besseres Gefühl, kann ich mit diesem Lieferanten, der das macht, der den Zuschlag erhält, kann ich mit dem gut zusammenarbeiten. Oder hat er die ursprüngliche Offerte einfach mal so erstellt und die hat kein Gewicht. Ich glaube, das sind Beschaffungsmöglichkeiten, die geben euch Ideen, Prinzipien, die geben euch Flexibilität, dass ihr nicht nur einfach Rahmenverträge machen müsst oder dass ihr nur einen Werkvertrag machen müsst und ein großes Teil habt und ihr wisst nicht, wie damit umzugehen. Das ist eigentlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wir Agilen, wir sagen, wir können nicht alles am Anfang spezifizieren, diese Upfront Specification, das ist eine Challenge, sage ich auch in CASIT-Beschaffung, oder 50% von dem, was wir am Anfang spezifizieren, werden wir am Schluss gar nie gebrauchen. Oder? Das heißt, 50% von dem, was wir entwickeln, ist Waste. Ist natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, welche 50%, deshalb möchten wir kleine Schritte machen. Deshalb wollen wir nicht von Anfang an das Ganze detailliert spezifizieren. Und da gab es in den letzten 2 Jahren auch spannende Vorträge hier in der Beschaffungskonferenz, wo wir das Thema der Lean Procurement Canvas hier oben. Also wie komme ich relativ schnell von einer Idee runter zu einer möglichen Auswahl von einem Lieferanten? Das ist der Lean Procurement Canvas, ist ein Prozess, wie man das Ganze macht in der Canvas-Thematik. Das letzte Jahr gab es einen Vortrag zum Thema Design Thinking von Adrian Hessig. Auch das ist ein Thema, wie komme ich von der Idee möglichst schnell, vielleicht auch mit gewissen Prototypen, Iterationen,
möglichst schnell irgendwo hin, wo ich eine Ausschreibungsunterlage habe, die ich dann in einen Beschaffungszyklus reinbringen kann, wo darauf dann Offerten erstellt werden. Ich glaube, das wäre so der obere Bereich dieser Grafik jetzt da. Ziel davon ist eigentlich, dass wir wegkommen von diesem Bereich, was jetzt unter 1 aufgeführt ist, diese Wasserfallentwicklung von Spezifikationen. Also Mut zur Lücke in ganzen Prozess von Vision hin zu einem Backlog, den man ausschreiben kann, nicht ins Detail reingehen, aber trotzdem ein gutes Gefühl mit dem Lieferanten erhalten, der das zukünftig entwickeln soll. Gut, und da kommen wir noch zum dritten, letzten Teil eigentlich dieser Infografik. Ziel ist auf der einen Seite, dass man natürlich, wenn man den Zuschlag erhält, dass man schön agil arbeiten kann. Das sind die agilen Praktiken, da kann man darauf aufbauen, da kann der Lieferant darauf aufbauen. Ziel ist, dass man es miteinander macht, Auftraggeber, Auftragnehmer. Dafür steht auch das Agile Agreement, da werden wir noch den Thomas Molitor auch mit einem Beispiel nochmals sehen oder hören, wie das Ganze wirklich umgesetzt werden kann. Das hat auch einen Impact ganz nach unten zum Thema Agile Agreement, Agile Governance im Kontext des agilen Vertrages. Auf der anderen Seite ist aber auch der Punkt, dass agile Entwicklung, und das zentral jetzt auch in der Beschaffung, es ist ein Mindset Change. Und wir können nicht sagen, Termin, Kosten, Qualitäten, Scope ist fix. Das geht einfach nicht, oder? Daran müssen wir uns gewöhnen. Scope in der Agilität ist variabel, weil wir ja von Anfang an nicht wissen, welche Anforderungen sind wirklich die wichtigen. Dieser Change, der muss in allen Köpfen durchgehen, dann kommt es gut. Das ist aber ein Mindset-Change, der muss von der Beschaffung, von den Fachstellen, aber auch von der Informatik gelebt werden, oder? Nicht alle Informatiker haben diesen Change schon gemacht. Gut, und dann zentral der agile Vertrag. Ich glaube, da haben wir einen Spezialisten mit dem Wolfgang Straub, aber auch mit dem Christian Laux. Das sind Spezialisten im juristischen Umfeld, um zwei zu nennen. Ich denke, es gibt ganz viele andere auch. Diese zwei haben Vorträge in den letzten Jahren gehalten zu diesen Themen. Im agilen Vertrag muss die Zusammenarbeit, wie arbeiten wir zusammen, besser geregelt werden. Das haben wir im Werkvertrag nicht. Oder im Werkvertrag sagen wir einfach, das möchte ich zu diesem Preis und zu diesem Zeitpunkt. Aber im agilen Vertrag ist das ein bisschen anders. Das ist der zentrale Punkt, der eine Veränderung erfährt. Es gibt eine Checkliste für einen agilen Vertrag, den kann man herunterladen beim Wolfgang Straub. Ich habe nachher die Referenzen noch da drauf. Ich denke, das ist so die Situation über die letzten sechs, sieben Jahre, siebenmal IT-Beschaffungskonferenz. Wenn man da jetzt durchgeht, ich habe einfach mal die Jahre aufgeführt, welche zentralen Punkte haben wir hier. Eben 2012 war es der Dialog, Technologiepartnerschaft, jeweils der Link auf die Unterlagen ist da drin. Nachher im Download der Unterlagen könnt ihr dort in die Details reingehen. Ziel von mir ist wirklich, dass ihr hier ein bisschen einen Überblick erhält, was da eigentlich gelaufen ist und dass ihr Pointers habt. Wenn das ein Thema ist bei euch, geht drauf, schaut das an, fragt nach bei den entsprechenden Leuten. Das sind die Experten. 2013, Dani Wild, eben dort bereits Erfolgsfaktoren, kleine Schritte machen, war das Thema ein Grundauftrag mit Optionen. 2014 war das Agile Agreement. Thomas Molitor und Stefan Sutter von der Swiss ICT. Dann ist 2015 der Christian Laux zusammen mit dem Thomas Molitor gekommen, auch aus juristischer Sicht das Ganze abgefedert. Dann ein anderes Thema, technische Schuld. Der Arthur Tomczak, er hat das reingebracht, auch das ein Thema. Wir können nicht einfach vorwärts entwickeln und überall Minitender machen. Irgendwo haben wir eine technische Schuld, ein großes Thema. Vielleicht ein bisschen fremd in der Beschaffungsarchitektur, aber wir sollten uns dort drauf, sagen wir mal, ein Flag setzen. Also wir müssen darauf schauen.
Ist das Post? Kann man fast nicht lesen. Wolfgang Straub natürlich mit den agilen Verträgen. Dann kommt der Wladimir mit der technischen Schuld, genau. Und am Lean Procurement kam was, der Mirko Kleiner war dort nach ein Thema. Auch das ein Element, wie komme ich von der Idee relativ schnell zu einem Zuschlag. Er hat gezeigt, wie er das bei einer Versicherung gemacht hat, innerhalb von 4 Tagen zu einem Zuschlag. Natürlich nicht im öffentlichen Umfeld, aber es geht auch schneller als 6 Monate, ist das Ziel. Und dann das letzte Jahr, wie könnte man das umsetzen? Eine Möglichkeit, wie könnte man schneller werden? Neben Lean Procurement kam aus von Mirko Kleine, der Adrian Hessig, Design Thinking. Wenn wir jetzt so schauen, Quo Vadis, ja, was läuft, oder? Wo ist der Stand? Erkenntnisse aus den letzten sechs Jahren. Ich glaube, ja, Fakt ist, auch die Privaten, die haben einen Einkauf und auch dort gibt es genau die gleichen Themen wie die im öffentlichen Umfeld. Wie kann ich ausschreiben, wenn die ganze Situation hinten eigentlich agil entwickelt wird? Was läuft da? Dialogverfahren, es gibt Möglichkeiten, Totalrevision. BÖP kommt, wir warten alle darauf. Hoffentlich kommt das ein bisschen schneller als heute Morgen gesagt. Es gibt ein offenes Verfahren, wie ich es nenne, im Dialog. Diese Präsentation des Lastenhefts, Pflichtenhefts, verwendet die. Das ist, glaube ich, das Relevante. Momentan, Fakt ist, oder das ist jetzt nicht irgendwo bewertet, ein Fakt ist, es gibt viele Rahmenverträge, ja, statt ein Werk auszuschreiben, ist die Frage, ist es gut, ist es nicht gut, ja, ist einfach, ich kann einfach mal einen Rahmenvertrag machen, die Frage ist dann mit den Qualitätskriterien, Zuschlagskriterien, Preiskriterien, Preissensitivität, wie sieht das aus, das muss man sich überlegen. Ich glaube, Trend wird sein, kürzere Zyklen, schneller sein. Ich glaube, das ist relevant. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, Grundauftrag, Optionen, Design Thinking, Lean Procurement Commerce, Agile Requirements Engineering, MVP, Minimum Viable Product, möglichst schnell im Bild von Stefan Sutter mal etwas liefern, das Skateboard, um überhaupt mal von A nach B zu kommen, statt von Anfang an ein Auto zu bauen. Das ist ein Thema, das aktuell ist. Ganz wichtig, früher hat man das im Werkvertrag nicht gemacht, wie arbeiten wir zusammen, dass wir das im Vertrag dokumentieren, diese Zusammenarbeit, basierend auf Agile Governance, Agile Agreement, das ist ein Thema. Und dann schlussendlich agile Verträge, Achtung, bitte vergesst die Gewährleistung nicht. Im Werkvertrag ist das auch wieder relativ einfach geregelt. Im agilen Vertrag, wenn ich schrittweise vorgehe, das ist eine Challenge, schaut, dass ihr das richtig machen könnt, gibt es auch einen Nachmittags, eine Tagesveranstaltung an der Uni Bern von Wolfgang Straub dazu, wie gehe ich wirklich mit der Gewährleistung um im Beschaffungskontext in agilen Verträgen. Das ist ein Thema, wird sicher noch wichtiger werden in der Zukunft, um jetzt da ein bisschen den Trend anzuschauen. Schlussendlich, wenn wir wieder zum großen Bild kommen, ich glaube links, ja, wir sollten schauen, dass mehr Interaktion passiert. Mitte, schaut, dass ihr die richtige Beschaffungsarchitektur wählt, die für euch passt. Schaut, dass ihr oben schneller von der Idee, von der Vision, vom Bedarfsteller hin zu etwas kommt, was ihr dann wirklich auch ausschreiben könnt und nicht von Anfang an alles ins Detail spezifizieren, das ist ein bisschen das. Lean Procurement Commerce und Design Thinking sind da Elemente. Und dann glaube ich, rechts und unten ist das Thema agile Verträge, agiles Mindset. Versucht wirklich überall immer wieder diese Themen reinzubringen. Das Mindset muss sich ändern, verwendet agile Verträge. Agile Verträge sind dicker als Werkverträge, so schlimm wie es sich anhört, weil wir miteinander diskutieren oder beschreiben, festlegen, wie wir zusammenarbeiten. Aber besser, wir machen das am Anfang, wie wir miteinander zusammenarbeiten, als wenn wir am Schluss einfach große Backlisten miteinander wälzen, weil irgendwo eben das, was wir spezifiziert haben, am Anfang nicht das ist, was am Schluss rausgekommen ist.
Das wäre das Big Picture. Ich glaube, jetzt ein paar Pointer habe ich gesetzt. Ich schlage vor, dass wir ganz am Schluss Fragen machen. Oder wie machen wir das? Ich würde jetzt gleich. Okay, gut. Wenn jetzt ganz kurz ein paar Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja. Wie gehe ich damit um, wenn der ideale Partner, der auch vom Bauchgefühl her und so am besten in das Projekt passt, nicht der wirtschaftlich günstigste ist? Dann wird er den Zuschlag nicht erhalten. Oder? Wirtschaftlich das Günstigste ist ja dann eigentlich die Kombination eben zwischen Preis, Preissensitivität und den Qualitätskriterien, oder? Denke ich. Oder? Und schlussendlich, ja, wir können immer sagen, wir haben irgendwo, wir sind agil und wir möchten möglichst wenig entscheiden oder wir müssen so spät wie möglich entscheiden, aber Fakt ist, wir müssen irgendwann entscheiden. Oder? Und ja, Preissensibilität und Einstufen der Qualitätskriterien ist das, was wir zur Verfügung haben, um schlussendlich zum Zuschlag zu kommen. Ziel ist einfach, dass wir möglichst schnell, effizient, kostensparend, ressourcensparend zu diesem Entscheid kommen, der uns gesamthaft ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und das kann sein, dass das vielleicht nicht der günstigste ist, oder? Aber ja, ist die der wirtschaftlich günstigste. Ja. Aber es hat eigentlich nichts mit Agilität zu tun, schlussendlich. Oder? Das Ziel ist einfach der Agilität, dass ich möglichst früh diesen Entscheid treffen kann. Oder? Und vielleicht mir auch Optionen aufhalte, auch mit Grundauftrag, Optionen dahinter oder mit einem Proof of Concept. Dass ich mal schaue, ich nehme diese drei mit dem selektiven Verfahren, ich nehme diese drei, gehe in eine Proof-of-Concept-Phase oder in eine Checkpoint-Phase. Ich mache das mit diesen dreien und kann nachher besser entscheiden. Ja. Ist in Ihrem Verständnis der agile Vertrag kein Werkvertrag? Das, ich wollte das nicht so reinschreiben. Ich bin nicht Jurist. Genau, also ich denke, schlussendlich haben wir eine Gewährleistung, aber Sie können mich da belehren, wir haben eine Gewährleistung, das ist auch ein Werkvertrag. Aber sagen Sie es, also was ist Ihre Meinung? Ja, wir machen einfach seit Jahren gute Werkverträge und da gehört das selbstverständlich dazu, die Zusammenarbeit zu regeln. Man kann jetzt sagen, gute Werkverträge sind agile Verträge, klassischer Werkvertrag ist das nicht, aber scheint mir ein bisschen so, ja, wenig Neues, einfach eine neue Bezeichnung, aber werkvertraglich Hauptelemente, denke ich, das Wichtigste vom Werkvertrag ist beim agilen Vertrag drin. Ja, gut, dann können wir vielleicht dort eben, das wäre dann ein Thema, also es ist letztes Jahr, vorletztes Jahr im Detail eigentlich diskutiert worden, was ist ein agiler Vertrag? Dort kommen natürlich Themen rein, wie eben, wir sehen es ganz links, Risk Share, Efficiency, Bonus oder eben diese Checkpoint-Phase, die hat man vielleicht nicht im Werkvertrag per se, aber auch da, also im klassischen Werkvertrag, eben das, was sage ich, es ist beides ein Werkvertrag. Ich habe jemand anderes, ein Jurist, vor 2 Monaten interviewt und er hat darauf gepocht und gesagt, in der Agilität nennt das nicht Werkvertrag, oder? Also, er wollte es einfach nicht, weil das ein bisschen das Altbackene ist in der agilen Welt. Oder? Das vielleicht müssen wir es so sagen. Schlussendlich aus juristischer Sicht, und Sie sind der Profi hier, ist ein Werkvertrag, aber wir versuchen möglichst flexible Varianten dort reinzubringen, damit man eben, das ist eine Bezeichnung, genau, richtig. Besser in die IT-Welt passen. Korrekt, ja. Aber danke für die Frage und die Spezifizierung oder Detaillierung. Ja.